Jetzt kommt dieser große Google-Block da. Also Nest, also Google hat jetzt ein, ich meine, das ist auch schon wieder ein bisschen her, das war Anfang August. Es gibt jetzt ein Nest-Thermostat neu. Ich meine, ich glaube, das Nest-Thermostat haben wir irgendwann sicher schon mal erwähnt. Ist von Google dieses selbstlernende Thermostat, das halt ein bisschen schick ausschaut und was halt so das nach oben und unten stellen kann und das kannst und irgendwann lernst halt so deinen Tagesrhythmus kennen. Ist ein smartes Thermostat und das haben sie halt jetzt ein bisschen an die neue Pixel Watch angepasst, vom Ausschauen her. Man schaut eh recht, schaut eigentlich cool aus. Das ist neu. Also man sieht da weiter unten im Artikel dann, wie soll die Animationen drauf ausschauen und schaut ganz nett aus. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nach Europa kommt. Ist eine andere Frage. Das Thermostat kostet halt auch $279. Aber ja, das gibt es jetzt von Google dann auch wieder. Aber was kann das? Es ist ein smartes Thermostat. Fertig. Das heißt, du kannst schon unterwegs zum Beispiel sagen, ja, dreh die Heizung höher. Das kann ich ja. Ja, und was halt, das ist glaube ich halt dieses Feature. Ich meine, das kommt ja aus einer Zeit, das ist ja dann von Google irgendwann gekauft worden, Nest. Und was du halt hast machen können, du hast halt daheim, jetzt sagen wir mal, du stehst auf, sagst, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt fahre ich zur Arbeit, dann hast halt das Thermostat quasi gedreht, nach links oder nach rechts, wo es halt kühler wird. Dann hat sich das Thermostat gemerkt, aha, du gehst am Montag um 8 zur Arbeit. Und dann hat es zum Beispiel, umso mehr das halt Daten von dir gekriegt hat, umso mehr hat das gelernt. Irgendwann hat das gewusst, okay, am Montag gehst du um 8 in die Arbeit, da kann ich dann hinter dran und du kommst um 5 retour, da hat sie dann mehr. Und am Dienstag gehst du erst um 9 in die Arbeit und so und so. Ob das Feature jetzt noch so relevant ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es da halt mehr mittlerweile darum, dass du es von deinem Smartphone halt steuerst. Ja, aber das sind halt da so alles so Sachen und Routinen, die kannst du dir im Zusammenspiel mit HomeKit und Home Assistant und so weiter Richtig, abmachen. richtig. Google wird es halt jetzt machen, dass sie was für Google Home halt da Ja, haben. aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, mal. Nein, ich glaube, deshalb haben sie es wahrscheinlich, weil die alten waren nicht so schön. Das glaube ich, haben sie halt deshalb das jetzt optischer angepasst, dass das halt mehr dem Preis irgendwie gerecht wird. Hast du gesehen, was da im Hintergrund ist? Auf dem Plakat? Na, was? Warte mal, was hast du da für ein Bild überhaupt? Scroll mal oben, ein Artikel ungefähr auf die Hälfte und da ist Ja, jemand. ich hab's schon, ne? Schau mal im Hintergrund. Ja, da ist eine Raupe, ja. Ist das nicht die Raupe Nimmersatt? Kann sein, ja. Was ist das? Okay, Könnte die sein. kleine Raupe Nimmersatt. Okay, ja. Ja, cool, ja. Ja, cool. Was? Ja, schwierig. Sagen wir so, du zahlst halt das Ausschauen. Ja, du zahlst 250 Dollar für ein Ja, Thermostat. das kommt halt beim nächsten. Ich mache jetzt gleich weiter, weil du hast dann eh einmal eins und das geht dann ganz gut zu kombinieren. Ja, ich habe das eh schon kombiniert da in die Okay, Sendungsnotizen. na, und jetzt dann, Google hat ja diesen Google Chromecast gehabt. Der wird jetzt durch einen Google TV Streamer ersetzt. Natürlich, wieder mal. Chromecast wird aber weiter unterstützt. Ja, natürlich. Also, Dabei. na, das ist halt jetzt dann, ich meine, ich weiß nicht, ob die neuen Funktionen auch dann auf dem Chromecast kommen. Das wird halt mehr zur Smart Home Zentrale, ja. Und ich glaube, die haben halt da angepasst, weil halt, ich glaube, bei dem Billig-Streaming-Ding hat halt Amazon wahrscheinlich einfach ja am meisten Angebot mit dem Fire TV-Stick. Und da es jetzt nicht großartig einen Unterschied macht, hat halt Google da auch gesagt, okay, wir heben das quasi in eine andere Sphäre. Wir integrieren die ganzen Genau. Home-Sachen, Google Home. Aber geht eh in die gleiche Richtung wie das ja Apple Genau. möglicherweise mit dem neuen kommenden TV Apple macht. TV, so heißt das genau. Genau. Apple TV machen wird, ja. Ja, man ist okay. Ist jetzt für das, was es wahrscheinlich bietet, muss ich ja sagen, ist die $100 nicht unfair, okay. Ja.
$100 ist Ja. okay. Ja, ist halt so, man, klar, ich meine, du kriegst schon Fire TV Stick günstiger. Es kommt aber darauf an, was du haben willst. Wenn du jetzt einfach Genau, nur das ist richtig. Medienkonsum haben willst, dann reicht der Fire TV Stick voll auf, klar. Wenn du jetzt sagst, du hast quasi deine Umgebung ist halt komplett auf Google basiert mit Home und Naja, Android und allem drum und dran, da eine ist das Sache, natürlich ein was guter es Hub. hat, es hat einen Meta-Standard. Ja, eben, das kommt nachher noch dazu. Das heißt, Das ist natürlich das, wo es eine universelle Zentrale ist dann. eben für alle Devices, die Meta und Thread unterstützen, das ist eben genau die gleiche Richtung, wie es Apple hat über HomeKit. Das unterstützt ja Meta und Thread mittlerweile. Die Geräte sind halt noch relativ selten, aber du hast halt nachher wirklich diesen Hub, um diese ganzen einzelnen Geräte anzusteuern. Das ist Genau, du natürlich kannst alles wunderbar. steuern. Ja. Du brauchst jetzt kein, musst nicht auf Geräte schauen, ob die eine Unterstützung für Google Home haben oder für Nein, das ist Apple egal. HomeKit, sondern wenn die Meta oder Thread kennen, können sie mit beiden Hubs genutzt werden. Das ist halt ziemlich cool, ja. Also deswegen, ich bin da jetzt auch gespannt, was du mit Apple TV und der HomeKit-Unterstützung wird. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ja. Wäre für mich eine mögliche Alternative nachher. Ich meine, Wird ein bisschen teurer sein nochmal, aber. im Moment muss ich fast sagen, finde ich das von Google relativ gut, weil auch wenn du die Benutzeroberfläche anschaust, die schaut schon echt gut gemacht aus. Ja, es ist. Ich finde da nämlich, weil ich brauche nämlich So, Google Home. für mein Google Wi-Fi-Ding, für mein Mesh-Netzwerk da, ich habe ja diese Google Home App auch. Und die finde ich eigentlich relativ gut umgesetzt, muss ich sagen. Findest. Also Ich finde die nicht ich schlecht. hab die A eben für einen Chromecast, der bei mir rennt in Gäste, sagen wir Gästezimmer. Und ich finde die, ich weiß nicht, ich tue mir schwierig ein bisschen mit dem. Ich Na, weißt du, finde die was mir nicht nämlich. schön. Na, sie ist nicht schön, aber sie funktioniert einfach. Das ist das, was mir gefällt. Weißt, ich will das, das muss nicht schön sein. Das hat halt so das typische, wie heißt das bei Google, dieses Material Design Ding. Ja. Und das finde ich eigentlich echt gut für sowas. Ja, vielleicht für die Art von User Interfaces ist es eh nicht so schlecht, das stimmt schon, ja. Weil, weißt du, was brauche ich da? Ich brauche da kein Bild im Hintergrund oder was weiß ich was. Das ist mir alles wurscht. Ich will ja leider das Zeug bedienen. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Es ist sehr reduziert und selbsterklärend noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, es ist irgendwas, was es für mich trotzdem irgendwie umständlich macht. Vielleicht ist es die Vor-Zurück-Navigation, mit der ich nicht zurechtkomme. Oder dass manche Settings irgendwie so hinter einem Long Press und dann wieder durch ein Drei-Punkte-Menü oder sowas versteckt sind. Die Durchgänge, ich glaube, es ist einfach so die Durchgängigkeit vom User Interface, die mir ein bisschen fehlt. Was? Ich Wo ich mir meine, schwer die tue. verschwindet aber, die ist bei iOS ja ziemlich verschwunden. Definitiv. Also, ich will jetzt iOS auch nicht als positives Beispiel hervorheben. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich ein Zustand. Richtig. Ja, also das ist dazu, ich meine, das nächste ist dann, ich meine, ich habe da jetzt das ganze Ding von der Google Pixel 9, das ganze Event. Ich meine, Google hat ja neue Pixel-Phones vorgestellt. Ich meine, okay, das ist jetzt ein wenig überraschend: ein Pixel 9, ein Pixel 9 Pro und ein Pro und ein Pro XL und ein Google Pixel 9 Pro Fold. Also ein Fold Ich meine, das an schaut, oder was? ja, das haben sie schon immer gehabt. Also echt? Es hat leider einen neuen Namen jetzt gekriegt. Was ist das? Wie A foldable foldet phone. man das?
auseinander. So auseinander, dann hat man da quasi ein Quadrat. Oder wär's, Ja, nein, warte oder mal. ist es so wie die komischen Samsungs, die von. Ich glaube, das Samsung-Ding hat da, glaube ich, fast gewonnen. Ja, ich glaube, so wie das den Anschein macht, sind die alle irgendwie auf das Konzept geswitcht. Ja, aber ist es wie ein Buch, was man das auseinanderklappt, Ja, das Fold? genau. Okay. Genau. Also ist es nicht so wie das. Das. Geh mal auf die Pixel-Seite, gib einmal Pixel ein und gehst auf den Google Store Ja, und dann Google kannst du das Pixel. eh Ah ja, anschauen, stimmt, wie genau. es. Google Pixel. Ich finde an sich. Es finde ich, sind es interessante Phones. Ja, ich, was mir da Ist eigentlich, ich Pro, meine. vor allem, ist Pro. Es Ah, Pixel ist 9 das. Pro, meinst Ja. du? Ah, ist Pixel Fold. Okay, lässt sich aus erster Hand. Nein, ich will nicht aus erster Hand. Ich will jetzt. Okay. Gemini Fold. Aha, okay, das wird so aufgemacht. Okay, ja. Ja, also du siehst dann eh, das ist ein Außen-Display, du kannst da durchwischen, einmal das siehst du, wie das. Ja, sowas finde ich als Device immer noch absolut unsinnig und ich kann damit nichts anfangen. Da muss ich einen sehr speziellen Use Case haben, sage ich, Ist klar, aber ja. Ist mir wäre es auch zu teuer für das, weil das hat halt nach wie vor, das nutzt sich halt ab. Das ist halt einfach ja. so. Weil mit jedem Falten wird das nicht besser. Na, eben. Ich meine, natürlich die normalen Pixel-Phones, also das Pixel 9 Pro oder Pro XL, sein coole Also Phones, muss ich sagen. ich find's gut. Ich finde, die komischen Kamerabumper sind eine Zumutung in jeder Hinsicht. Ich finde es von Google besser gelöst, weil das Handy liegt wenigstens gerade. Das wollte ich gerade sagen. Das Coole ist, damit liegt dein Telefon gerade, weil beim iPhone kannst du nämlich wippen. Also, das aus, außer du hast die Hülle genommen, Ja, aber ich hab das ist normalerweise die super Hülle, gut aber gelöst. sowas ist halt das ist halt eine Katastrophe. Das ist das liegt halt nicht sauber. Das ist halt eine Zumutung, ja. Ich finde die Pixels nicht uninteressant. Also nicht, dass ich in nächster Zeit aus dem Apple-Lager wieder auf. Also von iOS auf Android switchen wird, Ich aber die meine, Geräte selber finde ich nicht uninteressant. Also. ich würde jetzt einmal nicht davon ausgehen. Allerdings muss ich mittlerweile sagen, wenn du dir das anschaust, ich finde, dass Samsung ist mittlerweile relativ gut geworden, was das anbetrifft. Na, na. Also ich mag die Menüs bei Samsung, finde ich okay, also die stören mich gar nicht. Also auch dieses One UI finde ich eigentlich ganz okay. Ja, na. Da war Ich noch. meine, wahrscheinlich würde ich, wenn ich jetzt aber wirklich auf Android wechsle, würde ich wahrscheinlich mal ein Pixel holen. Es ist, glaube ich, eine generelle Frage, was man haben will. Aber wenn ihr ein Gerät habt und das Handy ist nun mal das Gerät, das ist mein. Das Device hat man eigentlich die ganze Zeit bei sich. Das ist das Ding, mit dem man Sachen sucht, seine Apps öffnet und so weiter und so fort. Das ist das technische Gerät, das hast du den ganzen Tag bei dir. Und das war es ja auch früher schon für mich. Für mich waren die besten Handys waren immer die direkt von Google kämen sind. Zumindest von der Software-Sicht, weil du hast halt ein sauberes, im Ja. Normalfall sauberes Das. Android drauf und Weißt du, nicht was die damit. ganzen merkwürdigen Zugaben von Samsung, LG, Sony und whatever. Was mittlerweile das Witzige ist, das hat mich selber überrascht. Das hat Linus Tech Tips dazu ein Video gemacht. Es gibt kein klassisches Stock-Android mehr. Es wird schon nur entwickelt, aber zum Beispiel in der Stock-Android, weil sie es installiert haben, gibt es nicht einmal mehr richtig eine Telefonfunktion drin. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Also im Stock Android fehlen auch extrem viele Sachen, weil die abhängig sind von den Google Services.
Nein, das ist sogar drinnen, aber weil die meisten anderen Hersteller wie Samsung da selber eben was machen. Ach so, ja, gut. Und das heißt, da ist mittlerweile ganz vieles nicht mehr drin in Stock Android. Das wird da gar nicht mehr weiterentwickelt, weil sowieso jeder Hersteller selber hat. Und ich sage, ich meine, Google hat nicht ums. Ich meine, Samsung ist wahrscheinlich mit Google, ja, die sind halt da in dem Bereich, die konkurrieren da halt miteinander. Ja. Weil das Samsung Galaxy ist natürlich, ja, ist, ich meine, das ist schon ein gut, das kann eigentlich alles, was du brauchst. Also, man, ich finde, warte mal, was kostet denn? Ich meine, das Galaxy S24 Ultra ist ziemlich, das muss ich sagen, das ist eigentlich cool. Na, ich weiß nicht. Samsung kann ich einfach. Na. Ich weiß, ich habe echt, ich habe mit der Ding, ich, also das ist so eine Marke, die ich sage, ja, die sind die okay, also mit der kann ich leben. Na, nie mal, nie. Ich bin mit Nie. Samsung nie warm geworden. Also nicht bei Smartphones. Nicht. Nein, ich bin Na? mit der Marke generell bei eigentlich brutal viel zufrieden. Ich bei vielen Sachen, Mikrowelle, Fernseher, Mein Monitore sind sie sowieso. Monitore, Display, ich meine, Display, ich meine, okay, die meisten externe, Displays kämen. externe DVD-Laufwerke, SSDs, RAM, ja, Waschmaschinen. gibt's auch, ja, aber ich zähle jetzt nur auf, was ich von Samsung alles habe, also eh viel. Ding, sozusagen Ceran-Kochfeld oder Induktionskochfeld. Ja, eh, Der klar. Top, also sein Top, sein, die kennen wirklich viel, also ist Top. Sie kennen viele, sie kennen sicher auch Smartphones, leider werde ich mit deren Smartphones nicht warm. Ich bin da einfach geschädigt, weil ich für so viele Freunde und Bekannte und Verwandte immer ihre lächerlichen Samsung-Smartphones habe einrichten müssen, weil sie sich nicht drüber hinausgesehen haben und ich mich nur geärgert habe mit der ganzen Scheiße, die da drauf ist. Mit den ganzen Versuchen, wo Samsung jemanden lockt, an irgendeinen fucking Samsung-Account zu machen und da noch einen Ah, Account zu machen und da noch was das zu machen. brauchst du mittlerweile gar nicht mehr. Es ist wurscht. Das letzte Mal war das vor einem Jahr oder Achso. 2 Jahren. Nein, das, Es ist du eine musst den nicht mehr Katastrophe. machen. Und Apps, die drauf sind und Spiel. Es hat sich angefühlt. Samsung hat sich immer wenn ich so ein Samsung-Phone in der Hand gehabt habe und einrichten habe müssen oder mir jemand gegeben hat, damit ich was riecht, es hat sich angefühlt. Wie also Windows XP, Vista oder Windows 7 von anno dazumal, wie es von den Herstellern ausgeliefert wird, nämlich voll mit Crapware. Und so hat's, Also, haben sich die Samsung so, und seitdem kann ich mit denen nichts mehr anfangen. Tut mir leid. das Problem ist gleich, du musst bei Samsung aber auch die Galaxy-Reihe kaufen, weil alles andere, wo es dann billiger wird, Na, da kriegst du dann den ganzen Müll. die Galaxy A-Reihe ist genauso Müll. Nein, das ist Das nicht die ist richtige, die billige. das ist die billige, du musst die Galaxy Es, S-Serie ja, nehmen. natürlich, ja, und das ist, na, Oder du das ist nimmst. quasi ein Lenovo Premium Notebook, wo Crapware drauf ist. Es ist, also ich Es meine, ist doch ich kenne. sicher, es ist doch sicher im Originalzustand auch Scheiße drauf. Es ist doch sicher ein Link zur Netflix-App drauf, es ist doch sicher Spotify vorinstalliert und Na, so weiter und so was? fort. Weißt du, warum es war? Weil mein Papa hat nämlich eins. Also es ist ja irgendein S. Ja, das ist die FE, also die Fan Edition. Und da war eigentlich wirklich nichts drauf. Okay, dann hat Also sogar. Er fragt dich zwar einmal, ob er einen Samsung-Account willst, den habe ich nie gemacht. Du kannst trotzdem alles benutzen. ja, ist gut, wenn sich so zumindest bei den teuren Geräten das mittlerweile geändert hat. Aber das ist mir einfach Und und was seit das Samsung hat sich bei mir einfach verhaut. Ist ich es auch sagen muss, wo schlimm? ich sogar mittlerweile auch überrascht bin, Entschuldigung, dass ich unterbrich, ist, dass sogar die Software-Updates relativ schnell und konstant kämen. Ja, das setzt sich aber mittlerweile im Jahr 2024 voraus von jedem, der eine Rede Naja, verkauft. ich bin mir da nicht bei alles sicher. Ja, bei jedem, der in der Premium-Klasse Handys anbietet, hat Software-Updates auszuliefern, sonst geht der am Wie? Markt unter. Ja, ich bin mir da aber trotzdem nicht bei alles sicher, dass die schnell kämen. Was ist denn das für ein Scheiß? Was denn? Ich scroll mir da gerade durch die Bilder 0,6, 1%,
1%, also es lässt sich eh nicht sinnvoll nutzen. 1%, zweifacher Zoom, dreifacher Zoom, fünffacher Zoom, zehnfacher Zoom, du kannst mir nicht sagen, dass das ein echtes Bild ist, so wie die es ausgerichtet ist. Also, das ist halt, Samsung tut halt in der Werbung und so weiter immer so Das macht faken aber und lügen. das macht aber Apple. Aber Samsung macht das so offensichtlich wie damals das Ding mit dem Mondfotografien. Ja, Du mein fotografierst Gott. einen Mond und Samsung baut einen Mond. Ja, schau. Was baut Samsung nicht? Ja. Handys, Mikrowellen, Kriegsschiffe und Mond. Monde. Na. Ja, aber schön, das ist halt so. Samsung hat sich bei mir einfach in den letzten 20, 15 Jahren einfach den Ruf ruiniert, weil sie meine Augen da einen Software-Schrott angeboten haben. Und sie haben es selber gemerkt, dass sie jetzt mittlerweile, dass sie auch gegen andere Premium-Hersteller mit anderen Premium-Herstellern mithalten zu können, dass sie einfach gescheite Software ausliefern müssen. Das haben sie ja mittlerweile verstanden. Ja, es ist aber zu spät. Ich kann mit Samsung nichts mehr anfangen. Wenn mich jemand fragt, er will ein Handy, dann sage ich entweder kauft er ein iPhone oder er fragt den anderen. Ja gut, ich meine, ein Pixel kann man bei Ja, oder weitem Pixel. bedienen. Ja, okay. Mittlerweile kann ich die Pixels auch mit aufnehmen, ja. Vor allem, ich würde sogar sagen, du kannst da wahrscheinlich sogar ohne Probleme jetzt ein Pixel 7a kaufen. Ja, das ist es eh. Jetzt warten wir mal auf die neuen A's, wann die vorgestellt werden. Das könnte jetzt auch nochmal interessant werden. Dann geht es ein bisschen oben in der Preisklasse. Die könnten nachher noch einmal interessant werden. Ich schätze mal ab Frühjahr, glaube ich, oder im Frühjahr werden sie den nachher anbieten, ein halbes Jahr später. Dann könnte es nochmal interessant werden, weil 8a und 7a sind ja. Ich meine, 8a ist schon 549 Euro, gell? Also das ist schon relativ günstig. Ja, eben. Sag ja, 8a und es ist ein gutes Phone. Ja. Mit einigen Jahren Software-Support und das ist das, was man haben will. Man will kein 150 Euro Nokia oder 250 Euro Motorola, wo man in einem Jahr nichts mehr kriegt. Wer sowas kauft, ist selber schuld, das tut man nicht. Da muss man einfach ein bisschen länger sparen und oder man kauft sich gebraucht ab 7a oder 8a. Gut, ist generell refurbed oder sowas, ist generell keine schlechte Ja, Wahl. eben. Aber nachher bitte Also was Gescheites das. kaufen, was einen Software-Support hat und nicht und keinen billigen Shit. No billiger Shit für Clemens. Ach, ich muss es einfach sagen. Wer billig kauft, kauft doppelt und ich habe ewig lang in meinem Leben immer doppelt gekauft. Ich mache das nicht mehr. Ich Ich hab kauf immer nur da. noch was Gescheites. Muss man halt ein bisschen länger sparen und die Zähne zusammenbeißen, aber dann kauft man sich was Gescheites, dann hat man auch Ruhe. Er beißt nicht die Zähne zusammen, dann wird das Sporen schnell und muss schnell für die Zähne sparen. Ja. Genau. Aber wer billig kauft, kauft doppelt. Ich mache das nicht mehr. Bei Kleinkram, ja, von mir aus, keine Ahnung, bei Kabelbindern und so ein Scheiß, bei allen möglichen Kleinkram, Na, Kleinmist halt. bitte kauf keine billigen Kabelbinder. Siehst du die quietschen so Ja, traurig. das sind meine Schubladen. Ja, kauf keine billigen Schuhe. Das ist, glaube ich, ein Einbauproblem. Na, billige Kabelbinder im Sinne von diesen zum Beispiel, diese Klett-Kabelbinder, die sind ja hammermäßig. Da kauf auch keine billigen, weil da kosten 10 Cent mehr die Teilen. Aber es macht das Kraut nicht fett. Also von dem her, aber bei allen Sachen, die eher hochpreisig sind, ich kaufe einfach keinen billigen Scheiß mehr, das tue ich nicht mehr. Ich meine, Wenn es ich mir kommt es nicht drauf. leisten kann, kaufe ich mir es nicht. Punkt. Ich meine, es kommt drauf an, du kannst ja Zeug kaufen, das wirklich teuer ist und trotzdem auch gelumpert. Ist sicher. Also das, also ist, ne, weißt du, was eigentlich Manche das kaufen Problem sich ja einen heutzutage ist? Cybertruck, von dem her. Richtig. Nein, das Problem ist heutzutage das, was eigentlich viel ärger ist, du kannst fast nichts mehr einfach so kaufen. Mittlerweile musst du in alles Recherche reinstecken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, das sowieso. Man muss Also du kannst nicht mehr irgendwo einfach sagen, ja, okay, das passt. Na, das stimmt Das allerdings, ja. gibt es heutzutage nicht mehr. Oder gleich wie bei, nehmen wir ein Beispiel Computerspiele her.
du brauchst nichts mehr im Voraus kaufen, weil du weißt nicht, was da rauskommt. Das heißt, du wartest schon mal als erstes, bis die ersten Reviews da sind und bis die ersten Spieler das benutzt haben und nachher stehst du eh fest, ja, ist eine Software-Bughölle. Ja, na eh. Also, was lernen wir daraus? Man kauft sich nicht den billigen Scheiß, man kauft sich nicht den Scheiß am Release-Stock. Wir lernen überhaupt, man kauft überhaupt nichts mehr. Ja, idealerweise kauft man gar nichts mehr, sondern ist zufrieden mit dem, was man hat. Genau. Und, Und wenn man wirklich einmal was kaufen muss, ja, hat man Pech und gehabt. das Geld, das man sich dadurch spart, das spendet man an techtelmechtel-podcast.at/spenden. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, uns dieses überschüssige Geld zukommen zu lassen.